Hallöchen, 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 willkommen zurück zu Bioshock Infinite, wollte gerade sagen World of Warcraft, wie kommt das denn? Bioshock Infinite, Burial at Sea, Episode 2, wir stehen vor einem beschlagnahmten Kinetoskop und schauen uns das mal an. Warum das denn beschlagnahmt wurde und was die auf dem Film zu sehen gibt. Let me place myself in the camp of the agnostic. I pretend to understand the mysteries of the infinite no more than you, Comstock, or anyone else for that matter. But for the sake of argument, let's say this is all one unhappy accident, and we're all alone in our toils. Then who would Comstock use to control and shame us with rules that apply only to those without a penny in their pocket? If there were no God, you could rest assured the first deed done by the first rich man would be inventing him. Oh. Ja, kein Wunder, dass das beschlagnahmt wurde, würde ich mal sagen, nicht wahr? Kein Wunder, dass das beschlagnahmt wurde. Wo müssen wir denn hin? Ach, Work! Ah, da ist noch ein Räumchen. Habe ich gar nicht gesehen am Anfang. Ich dachte, es gäbe nur die drei. Jetzt wird gearbeitet. Okay, aber dass wir die einfach so nehmen können, bezweifle ich doch stark. Deswegen schleiche ich mal wieder. Hier ist nämlich auch erst ein Aufzug. Da muss er nicht schleichen. Ein Aufzug ins Labor. Da wird uns doch bestimmt Vox Populi oder was weiß ich was. Wahrscheinlich noch ein Handyman. Und wir haben keine Rüstung und kein gar nichts. Booker. Das sind wir. Aus dem Hauptspiel. Krass. Haha, ist ja lustig, dass sie das eingebaut haben. Da standen wir mit Elizabeth. Are you there? I miss you. Oh. You were the only one who ever. You were my only friend. Oh. Booker. I'm not even here. I'm a projection of your own. Could you humor me then? Please. I think Booker would miss you. Ja, auf jeden Fall. Booker würde sie auf jeden Fall vermissen. Gar keine Frage. Finde die Haarprobe. Da oben ist Eve. Da steht einer rum. Da stand einer rum. What's going on? Nichts. Oh, escape, pig! Wo ist er? Da ist er. Ganz ruhig, ganz ruhig. Guten Tag, gute Nacht. Schlaft in himmlischer Ruhe. Schlaft in himmlischer Ruhe. Ah, was, wie, wer, wo, warum, was, weshalb? Ah, da draußen ist ein Geschütz. Scheiße. Ich dachte, ich könnte es ganz gechillt da die Leiche looten, aber scheinbar nicht. Puh. Schauen wir uns mal im Umkleideraum um. Limonade trinken, ja, warum auch nicht. Da hätte mich ja jemand mal darauf vorbereiten können, dass da draußen ein Geschütz ist. Das wusste ich doch nicht. Schönes Bild. Was? 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 Ach, Silberigel. Aber hier scheint jetzt kein Löckchen zu sein. Da kommen wir her. Dann gehen wir mal da durch diese Tür. Kann man denn da oben? Durch irgendeinen Lüftungsschacht oder was? Columbia Authority. Wow. Wir können mal gucken. Wir müssten ja eigentlich genug Geld für einen Erste-Hilfe-Kasten haben. Ja. Den kaufen wir sofort und haben wieder kein Geld mehr. Aber wir haben einen Erste-Hilfe-Kasten wieder dabei. Gepanzerte Beine sind resistent gegen Schaden. War weiterhin anfällig. Okay. Das heißt, da kommen gleich
Okay. Dann kommen gleich gepanzerte Feinde. Dann nehmen wir doch mal das K.O.-Gas wieder. Jesus! What? Right in here. Gott! Schrecklich. Say, somebody, fetch me a millionaire to clean this mess up. Das ist aber kein gepanzerter Feind, der da unten. Ein Feind mit Helm kann nicht mit Nahkampfschleichern ausgeschaltet werden, okay. Aber diese Kiste, die einige da in Rapture aufhatten, die zählt scheinbar nicht als Helm. Macht natürlich auch Sinn, so mal die andere Armbrust wieder nehmen. Ein Voxophon! Comstock promises there's nothing to be worried about. But I don't like the smell of things down in Finkton. Not one bit. If trouble rears its ugly head in the form of one cantankerous negress, I've laid in some supplies in the event of a forced evacuation. They're down in what I call my Chamber of Panic, near the base of my statue. I've set the code to 8371. 87... 8371. War der eine hier oben? Ne, da war noch eine tiefer. Ich dachte, ich hätte mal eine gute Idee. Das ist scheinbar der gepanzerte. Gut, dann haben wir den schon mal aus dem Weg geräumt. Aber der räumt niemand anderen aus dem Weg. Das ist natürlich scheiße, weil der sofort umgelegt wird. Aber gut, jetzt haben wir zwei Feinde weniger. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Und wieso? Wir sind voll sneaky unterwegs. Also wenn wir nach unten gehen, dann kommen wir natürlich zu denen. Ich meine, das müssen wir natürlich. Was war hier? Hier war was. Achso, das war ein Untertitel. Okay. Ich dachte, da stand, bitte öffnen Sie diese Kiste jetzt. Du hast immer noch Hunger. Ach, du Arme. Du Arme. Arme. Kann ich den denn dann nicht, zack? We fight together for the cause. Death to oppressors! Yeah, er hat sie ne, noch nicht. Los! Ja, die eine hat er umgebracht, glaube ich. Und er sollte ja jetzt eigentlich sterben, sobald die Beherrschung aufhört, oder? Who's out there? Niemand. Niemand. You can't hide forever. Wollen wir mal... Ah, das hat jetzt nicht gereicht. Scheiße. Wir brauchen wieder eine Waffe. Eine geladene Waffe, bitte. Ah, das ist doch noch umgefallen. Ah, sehr schön. Da hinten steht einer. Der sieht uns aber noch nicht. Kommen wir an den sogar von hinten ran. Das wäre natürlich ideal, wenn da jetzt kein anderer kommt. Guten Tag. Ah, ich hätte noch was stehlen können. Ach. Das war mir neu. Das wusste ich nicht. Das wurde mir noch bei keiner anderen Leiche gesagt. Turn me into what? A killer. Yeah, well, mission accomplished. I'm no martyr. How did you do it, Booker? How did you... Elizabeth, I'm not Booker. And neither am I. Wir sind beide nicht Booker. No point leaving without the hair sample.
Nee, ich will. Suchong will just keep the tear shut until I have it. Will auch gar nicht gehen. Ach so, ach, wir sind gerade wieder zurückgegangen. Ach, verstehe. Ach ja. Was? Hä? Hier lang? Ach so, ach, hier kommen wir jetzt eben lang. Okay, ja, klar. Ich hätte auch hier runtergehen können, aber hier sind überall die Glasscherben. Das kennen wir ja von Gronkh aus Thief. Das ist nie gut, über Grasscherben zu gehen, weil man das doch sehr hört. Wo ist hier unten jetzt noch was los eigentlich? Ich jump einfach mal runter und lande leise. Mal schauen, was hier so gebacken ist. Aber normalerweise denke ich, wenn sie ja schon mit mir redet und mit Booker redet, dann ist keiner mehr da. Oh. Ja. Kommt der jetzt hier rein? Kommt du hier rein? Ah! Oh, das war... Das ging schnell. Zu schnell. Nö, eigentlich nicht. Ein fliegendes Stadtmodell. So, wir brauchen die Haarlocke. Waren wir hier schon drin? Ah, Glasscherben. Ich weiß nicht, ob hier noch jemand lebt, aber ich bin lieber vorsichtig. Lieber einmal mehr vorsichtig als einmal zu wenig. Wo ich ja eh schon nicht der Shooter, der gute Shooter-Spieler bin. Muss ich mir Mühe geben und mich auch oft konzentrieren. Und deshalb bin ich auch manchmal ein bisschen leise. Wenn ihr mich wirklich quatschen hören wollt, dann guckt ein Adventure oder so von mir. Da erzähle ich deutlich mehr. Ein Voxophon. Now, I know there's been some concern about the nature of the work we do here at Fink Manufacturing. Why, some say they're uncomfortable with the purported harm and suffering our research brings. But friends, let me pose a simple question. Is there anything you would not do to guarantee the health and safety of your loved ones? My interest is the future health of your children. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Mhm. Entschuldigung, ich habe nicht ganz zugehört. Wo müssen wir denn hin? Wo ist denn diese verdammte Haarprobe? Von hier unten kommen wir doch gerade, oder nicht? Ich muss mich eigentlich verarschen. Hier waren wir doch gerade. Ach, hier, wo es wieder zu ist, hier muss ich also weiter, ja? Oh, ist doch nicht zu. Oh, Quarantänezone. Das klingt nie gut. Warum ist hier Quarantäne? Ah! Scheiße. Okay, einmal beherrschen bitte. Kann ich dich denn irgendwie... irgendwas mit dir machen? Drei Picks, ja komm. Komm, wir gönnen es uns mal, ne? Jetzt nur einen blauen. Nein! Ah, scheiße, 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 was jetzt? Also, das Ding ist ja noch auf unserer Seite, das ist sehr gut. Huh, da haben wir kleinen Alarm ausgelöst. Ich will da rein. Oh, jetzt ist der nicht mehr auf unserer Seite. Können wir irgendwas hier tun? Sieht die uns hier? Nee, sieht uns nicht. Munition für Schrotflinte ist voll. Munition für Revolver ist auch voll. Was sollen wir denn hier? Ach, ah, ich kann da hoch.
Prägungsstudium. Seems like Fink and Suchong were sharing their research. Like the Lutesses. Cross-reality collaboration. Ja, und wir in dieser Prägungsstation schauen wir uns in der nächsten Folge mal um. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen.